Hey ho. Na? Ja, ich habe eine andere Haarfarbe und das geht jetzt schon wieder. So war das nicht geplant. Es war so ein bisschen so in der Art, wie es jetzt ist, geplant. Aber hier steckt mehr Arbeit drin, als es dieser ganze Scheiß wert war. Das kann ich euch schon mal sagen. Ich habe mir, so manchmal kommt mir auch so intelligente Ideen, diese Haarfarbe gekauft, reduziert, wie man hier sehen kann. So langsam nähern sich meine Haare auch eventuell so ein bisschen dem an. Hat man ja auch immer diese, ich weiß ja nicht, das ist so Herbalia mit Henna und Gedönse. Nach der Anwendung war ich möhrchenorange. Und das ist jetzt keine Untertreibung. Das ist nicht untertrieben. Ich war Möhrchen. Ich guck mal, ob ich hier irgendwas. Ich war so orange. Also, hier kann man die Farbe ja gut erkennen. So orange war ich. Und die Farbe, die ich mir gekauft habe, war kupferblond. Und nicht nur, dass das eine Katastrophe war nach dem Ausspülen. Die Anwendung dieser Farbe ist alles andere als nice. Also das ist, ich weiß jetzt, wie der kleine Maulwurf, dem auf den Kopf geschissen wurde, sich gefühlt hat. Das war eine richtig feste, es sah aus wie frischer Kuhfladen. Und gerochen hat es wie angerührte Graspaste. Wir hatten mal einen Hasen und der hat eine Zeit lang nicht viel gefressen. Und dann sollten wir ihm Gras anrühren zu einer Paste. Und so hat das gerochen. Ja, und da war dann auch so eine schicke Spülung dabei. Die hat dann nach Maggi gerochen. Also hatte ich danach so eine Mischung aus Gras und Maggi-Geruch auf meinen Möhrchenfahnen. Also ich bin dieses Jahr bei meiner Familie die Christmas-Möhre, die Weihnachtsmöhre. Und wie gesagt, das wurde fest auf dem Kopf. Dadurch ließ es sich, also ich hatte Hilfe, weil also alleine wäre das eine absolute Katastrophe gewesen. Aber ich hatte Hilfe, weil ich mich generell mit diesem Selbst, ne, ich mache das ja normalerweise nicht. Jetzt weiß ich auch warum. Ließ sich nicht wirklich gut verteilen. Mein Kopf war danach schwer wie Sau, weil Kackklumpen auf meinem Kopf. Und wie gesagt, danach war ich orange, knallorange. Und ich habe gedacht, ach du. Jetzt habe ich so ein bisschen auf meine Haare gehofft, da meine Haare ja früher auch immer rot gerne ausgespuckt haben und gedacht haben, kannst du harzen. Und auf dieser Verpackung stand dann auch noch 48 Stunden danach nicht mit Shampoo waschen, damit die Farbe sich richtig schön festhalten kann. Und da dachte ich im Umkehrschluss, alles klar. Direkt mit Shampoo waschen, damit die Haarfarbe sich nicht festsetzen kann. Ja, ich habe sie dann auch, also an dem Tag gerade dreimal noch gewaschen. Und als wir diesen Dreck, diesen Matsch aus meinen Haaren gewaschen haben, haben sich meine Haare angefühlt wie trockenes Gras. Und zwar unter der Duschbrause. Ja, ich habe meine Haare haben sich noch nie so angefühlt. Und dann habe ich dann hier zu Hause, nachdem ich sie dreimal schamponiert hatte, wo wirklich noch viel Farbe rauskam, obwohl wir vorher so lange, man spült es ja, soll ja das, wenn man es ausspült, immer so lange, bis das Wasser klar ist. Aber nach dem Schamponieren kam ordentlich Farbe raus. Und dann habe ich gedacht, ich mache da jetzt meine Haarmaske drauf, die L'Oreal Kokosmaske. Nix. Wie trockenes Gras. Ich habe gedacht, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Naja, auf jeden Fall. Ich schamponiere fröhlich weiter. Und war dann tatsächlich auch, mein Freund hat einen Friseurtermin. Und dann habe ich gedacht, komm, fährst du mal mit und fragst mal. Vor allem, was ich auch machen kann, damit die sich nicht mehr anfühlen wie trockenes Gras.
Und also ich wollte auch gar nicht, dass da irgendwie drüber, hatte ich von vornherein nicht vor, auch nicht mit Braun oder sowas. Ich meine, ich habe gedacht, gut, wie gesagt, ich guck mal, nach den ersten Malen Shampoonieren kam ja noch ordentlich Farbe mit raus. Möchte ich, vor allen Dingen, ich habe ja auch keine Ahnung, wie sich, Achtung, Farbe, farbtechnisch mit Henna verträgt. Ja, also nicht, dass ich da jetzt mit Braun drüber gehe und auf diese braune Farbe reagiert mit dem Henna so, dass ich danach grün bin oder sowas. Also, ne, farbtechnisch. Auf jeden Fall war ich dann beim Friseur und sie hat dann auch gesagt, da kann man besser gar nichts machen, denn sie hatte mal, also man kann auch nicht drüber blondieren, das war ja für mich sowieso, also ich wollte auch gar nicht blondieren, ne. Ich habe halt gefragt, kann ich das irgendwie mit Silbershampoo rausziehen? Also ich habe mir mein Purple-Shampoo jetzt wieder gekauft, das kommt da jetzt auch immer mal wieder drauf. Und sie hat dann halt gesagt, bloß, also auf, da kann man nichts machen. Sie hatte mal eine Bekannte, die hatte schwarze Haare und die wollte die blondiert haben. Und das hat sie gemacht. Was diese Dame ihr vorher nicht gesagt hat, dass sie die mit schwarzem Henna schwarz gefärbt hat. Und dann hat sie gesagt, dann fingen, also diese Mischung aus diesem Henna und der blonden Haarfarbe, das fängt Feuer. Gut. So. Und dann hat sie nur gesagt, in Sachen Feuchtigkeit in die Haare wieder reinkriegen, Kokosöl dick drauf, Haube drüber oder ein Turban oder was auch immer, einwirken lassen und dann duschen gehen. Und das habe ich heute gemacht und meine Haare fühlen sich seitdem mal wieder an wie Haare. Halleluja. Naja, an das habe ich mich jetzt mittlerweile gewöhnt. Das ist okay, aber mit diesem Knallmörchenorange, das war nicht okay. Und das war auch alles andere als kupferblond. Ja, gut, so viel dazu. Darum soll es nicht gehen. Wir haben heute eine Dauer... Ich wollte es nur kurz am Anfang. Ne? Es kann ja sein, dass sich manche jetzt am Kaffee oder am Tee verschluckt haben. Als... naja. Ein letztes Mal für das Jahr 2019 werde ich euch neue Dinge, die bei mir eingezogen sind, zeigen. Es ist viel, deswegen Kaffee, Tee, was ihr wollt. Und wir fangen mal an mit dem Kerl hier. Seht ihr diesen Dino? Das ist so ein Nachtlichtgedöns. Den habe ich für 1,60 Euro durch Zufall, weil wir was anderes gesucht haben, beim Action entdeckt und ich musste ihn mit. Ich habe mir auch einen Tee gemacht, in meiner Winnie-Pooh-Tasse. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Das Witzige ist, durch diese Farbe sieht man meine Babyhärchen auch intensiver. Ich weiß ja auch nicht. Ich bin nur froh, dass ich es am Tag, wo es Ferien gegeben hat, gemacht habe und nicht eine Woche vorher. Weil, also ich sag mal, wie gesagt, so geht's jetzt noch, aber es hätte ja auch sein können, dass sich da an Farbe gar nichts mehr bewegt und ich jetzt die nächsten, keine Ahnung, das nächste halbe Jahr wie eine Möhre rumlaufe. Das hätte ja auch passieren können. Wir starten. Ich mache erstmal so ein bisschen Pflege oder so und dann als allererstes habe ich mir das gekauft und ich habe es auch schon benutzt. Ich habe es jetzt eben. Was ist denn hier mit dem Licht heute los? Meine Nerven. Von Alverde Bio Kaffee, Coffee and Care Körperbutter. Das ist eine LE. Ich wollte mal wieder eine Körperbutter haben und habe im DM geguckt und habe die entdeckt. War erstmal so Alverde und Düfte. Aber ich muss sagen, das mit dem Kaffee haben sie einigermaßen gut gemacht. Ist auf jeden Fall noch was Süßes mit dabei. Ich weiß gar nicht, steht das hier noch irgendwie drauf? Bio-Shea-Butter aus Burkina Faso, was weiß ich. Bio-Kakao-Butter, ja. Also es ist nicht purer Kaffeeduft, sondern da ist noch so Gedönse mit dabei, Kakao und Shea-Butter. Also. Aber ansonsten finde ich die gut. Ich stelle es auch auf den Boden, mein Tisch ist voll. Dann habe ich mir, und das ist mein zweites Pack, diese Ebelin Abschminkpads aus Mikrofaser geholt. Wenn ihr die wascht, sind die bei weitem nicht mehr so flauschig wie hier. Just saying.
Aber ansonsten sind die ganz okay. Das Problem, was ich dabei nur habe, die saugen mein Micellenwasser viel zu sehr auf. Das finde ich irgendwie nicht so schön. Aber ansonsten sind die ganz gut. Dann habe ich mir aus dem Rossmann, die war auch reduziert, wieder mal so ein Nagelhautinstrument gekauft. Diese Schieberseite, die bringt bei mir nichts, die ist meistens zu weich, aber es geht um dieses Nagelhautmesser. Brauchte ich mal, ich weiß gar nicht, mindestens 7 Jahre habe ich mein letztes und da habe ich gedacht, komm, jetzt nimmst du mal ein neues mit. Ja, die benutze ich auch gar nicht so, weil mittlerweile meine Nagelhaut ist ganz in Ordnung. Aber wenn, dann sind da so kleine Fetzen, die ich dann nicht mehr wegbekomme. Und auch wieder eine neue Evelyn Nagelfeile, Profi-Feile, ist bei mir eingezogen. Genau. Dann Masken. Obacht. Ich erkläre. Wir fangen erstmal mit den langweiligen an. Langweiligen, das sind ja diese neuen Luvos. Ich habe einmal Lifting Booster, 2-Phasen-Pflege. Ist ja einmal so eine Clean-Maske oben. Und dann ist unten dieses Zeug, Lifting Booster in dem Fall. Und zweimal, weil ich gerne auch mal was mit Hydro haben wollte, habe ich mir zweimal die Hydro Booster Pflege mitgenommen. Ist halt auch oben einmal eine Clean-Maske und unten dann ist dann dieser Hydro Booster drin. Die habe ich mitgenommen. Das sind ja... Ich habe hier irgendwo ein Haar. Crememasken. So. Tuchmaske und ich. Freunde, ich habe eine gefunden, die mir passt und die auch nicht verrutscht und die, weil, also ich bin niemand, der sich mit einer Maske waagerecht irgendwo hinlegt und die Zeit abwartet. Ich mache dabei Dinge. Und wenn man halt eine Tuchmaske hat, die einem nicht richtig passt und dann auch noch in die Augen über den Mund rutscht und man immer nur da am Rumfrickeln ist, dann ist bei mir Feierabend. Deswegen Tuchmasken und ich bisher. Ich habe eine gefunden. Und zwar, es geht um die Firma. Too Cool for School. Und die waren reduziert bei uns im DM und dann dachte ich, jetzt probierst du die mal. Ich bin da schon immer mal dran vorbei und dachte aber immer, boah, Tuchmasken. Dann habe ich mir gedacht, probierst du mal eine und habe die probiert. Und die war... Und dann bin ich los. Ich habe, und das ist eine, die ich probiert habe, Egg Cream Mask und zwar Firming mit Kollagen und Egg Yolk Extrakt. Dann habe ich zweimal die Hydration mit Kokos Nucifera, also Coconut Water und Egg Yolk Extrakt. Nee, Quatsch. Was quatsch ich? Die hatte ich probiert. Oh, die sind aber auch fast, ne? Die hatte ich probiert. Und dann, ja, also von der Firming habe ich 2. Hier habe ich noch eine, Hydration. Und 3-mal die Pore Tightening. Ja. Halleluja. Frau Stöpsel hat eine Gesichtstuchmaske gefunden, mit der sie umgehen kann, die sie feiert, die ihr Spaß macht und wo sie nicht ausrastet, weil der Augenausschnitt auf einmal über der Nase hängt. Halleluja. Das wird übrigens, habe ich schon erwähnt, ein sehr langes Video. Dann, und es, also da habe ich, bei manchen Sachen habe ich noch die Verpackung, weil ich die Dinge schon benutzt habe, habe ich mir bei Douglas einmal meine Sebum Reducer Kaolin-Packung wieder bestellt von Charlotte Mainson. Nach wie vor ist das ein sehr, sehr schönes Produkt und neue Rezeptur. Was die ist jetzt ein bisschen, ich will nicht sagen dünnflüssiger, aber ein bisschen cremiger. Vorher war die fester und jetzt ist die ein bisschen cremiger. Dadurch lässt die sich aber super, super, super auftragen. Also sehr, sehr schönes Produkt. Packung kann ich gerade hier hin tun, dann kommt sie nämlich weg. Ich war beim Aldi und habe das für reduziert entdeckt. Für 2,50, das weiß ich noch. Von Ombia das Coffee Body Scrub mit Argan und Macadamiaöl mit Kakaobutter. Reinigt sanft und spendet
Feuchtigkeit. So ein 200 Gramm Packung. So. Lassen Sie das Scrub 5 bis 10 Minuten auf Ihrer Haut einwirken. Ich habe noch nie ein Scrub einwirken lassen. Vor allem verwenden Sie das Scrub ein bis zweimal pro Woche in der Dusche oder Badewanne. Wenn du das in der Badewanne machst, wie lässt du das dann einwirken? Weil im Normalfall sind in der Badewanne die Körperregionen, die man scrubbt, unter Wasser. Naja, ein Scrub. Dann Badegedöns. Ich musste es viermal mitnehmen. Der Duft und die Verpackung. Das hält ja, also Badezusätze, das hält ja bei mir ewig. Die kommen jetzt in meine Kiste, weil ich ja nicht so oft bade. Aber ich dachte, von Dresden Essenz, die süße Überraschung, Badeperlen mit feinem Toffee-Duft, Limited Edition. Jetzt guckt euch mal das an. Ich bin echt versucht, wenn ich da eins benutzt habe, den Knilch hier auszuschneiden und mir einfach irgendwo hinzukleben, weil ich den so geil finde. Und also das ist auch eins mit Duftprobe. Das riecht so geil. Ja, habe ich mir viermal mitgenommen. Da bin ich jetzt das Jahr über versorgt mit Badeperlen. Ein paar habe ich ja noch, aber ansonsten bin ich jetzt das Jahr über versorgt mit Badeperlen. Yay. Dann habe ich mir einmal wieder, und davon habe ich mir auch aus aktuellem Anlass jetzt das Shampoo gekauft tatsächlich. Das steht aber schon in der Dusche. Garnier Ware schätze die Pflegemilchmaske mit reparierendem Ahorn, mit Ahornsirup. Ich habe aktuell noch in der Dusche stehen die mit Kakao, aber Kakao ist glättend. Ja, und ich muss tatsächlich sagen, ich liebe ja Kakaoduft, aber hier das. Das liebe ich noch ein bisschen mehr. Tatsächlich. Geil. Dann habe ich mir, und das ist irgendwie total witzig, in letzter Zeit, ich habe auch noch eine, nochmal von vorne. In letzter Zeit sind ziemlich viele Handcremes bei mir eingezogen. Eine habe ich gratis bekommen durch diese Bon-Aktion bei Rossmann, konnte ich mir eine mitnehmen. Aktiv gekauft, weil ich die testen wollte, von Naturebox. Die haben jetzt auch Handcremes, Handcreme schnell einziehend. Mit 100% kaltgepresstem Macadamiaöl. Intensive Pflege für sehr trockene Hände. Frei von Silikon, Paraben, künstlichen Farbstoffen, vegan. Ja. Die wollte ich mal testen. Die durfte einmal mit. Dann habe ich mir von No Makeup ein Serum wieder gekauft. Diesmal das Rebalance Serum. Balance Today mit Algenextrakt und Inulin. Aktiv gegen Rötungen, fettige Hautunreinheiten, reguliert das Mikrobiom. So, pass auf. Ich finde es super, aber hilft es bei meiner fettigen Haut? Nein. Hilft es bei Hautunreinheiten? Aktuell schwer zu sagen. Ich habe vor, morgen ein Video, ein Get Ready With Me zu drehen und da werde ich erzählen, was in letzter Zeit los war. Deswegen ist es aktuell echt schwer zu sagen. Aber mir hilft das tatsächlich, wie auch immer es tut, gegen Hautrötungen. Ich habe keine Ahnung, wie es das tut, aber es ist mir auch egal, wie es das tut, solange es das tut. Also es hilft mir, wobei ich jetzt auch sagen muss, ich habe jetzt nicht extreme Hautrötungen. Ja? Meistens bin ich hier so ein bisschen röter oder wenn dann halt mal so ein Kollege da dann. Und dagegen hilft mir das echt super und gleichzeitig spendet es auch noch ein bisschen Feuchtigkeit. Also das mag ich sehr, sehr gerne und das würde ich mir auch tatsächlich nachkaufen. Das ist auch nur noch die Verpackung. Und ich habe mir von No Makeup, ich glaube, das war reduziert, den Peptid Lip Booster gekauft. Und den habe ich jetzt hier liegen, weil den habe ich gestern abends erstmal ausprobiert. Es ist auch so eine Tube. Und ja, also der spendet halt Feuchtigkeit für die Lippen und den bisher, also das habe ich jetzt einmal benutzt, aber da fand ich den ganz gut. Der ist halt, das ist wie so eine Creme, ich kann ja mal ein bisschen was, ich will euch nicht als was vom Quark erzählen.
So eine Creme ist das und zieht auch gut weg, aber fühlt sich trotzdem dann noch sehr schön gepflegt an. Den. Und bleiben wir bei Lippen. Ich musste. Einmal habe ich mir das Lip Scrub geholt, denn ich habe gemerkt, ich mag Lip Scrubs im Pöttchen lieber als Lip Scrub Sticks, wenn es Sinn macht. Und ich habe ja einen Lip Scrub. Den von Balea. Das Lip Scrub habe ich aufgebraucht. Und dann habe ich mir das hier mitgenommen. Crunchy Vanilla. Jetzt mal bei See. Bei See. Baiser. Baiser? Baiser? Diese Dinger? Wie ist das Baiser? Oh, ich habe das früher, wenn wir an der Nordsee waren, im Urlaub, in dem Teehaus, da habe ich das rauf und runter. Deswegen war ich früher auch ein Moppelchen wahrscheinlich. Naja, finde ich richtig super. Der Duft ist auch genial. Das ist auch nur noch die Verpackung. Und hier ist es tatsächlich noch drin, und zwar die Lip Butter mit soften Nude Tone Warm Caramel Popcorn. So, Freunde. Falls ihr es noch nicht wisst, ich bin ein Duftmensch. Und ich möchte das essen. Also, so sieht es aus. Ich habe es auch schon benutzt, wie man sieht. Weil ich mache euch jetzt mal Swatch, weil das ist halt echt, ne? Ein softer Nude Ton. Aber was soll ich sagen? I love it. So, langsam kommen wir zu den spannenden Sachen. Weil es hier gerade steht, auch gestern aus gegebenem Anlass habe ich mir die beiden noch gekauft. L'Oreal Elvital Total Repair 5 Winterpflegeshampoo. Ich habe jetzt gedacht, komm, ich habe zwar kein winterstrapaziertes Haar, ich habe kaki-strapaziertes Haar, aber ich wollte es auch mal ausprobieren. Deswegen Shampoo, was ist hier ausgelaufen? Shampoo und Spülung, davon durften auch noch einsteigen hier. Durften die einsteigen. So, jetzt kommen die interessanteren, oder ich mache erst noch die Pro. Ach nee, Quatsch, eine Sache, die ist noch so. Aber ich fand's süß. Der war reduziert im DM. Auf 50 Cent. Dieses Wölkchen, dieser Wölkchenspiegel. Ich nicht aufkriege. Ich will sie Nägel versauen. Ja, und jetzt das erste Mal. Guckt euch an. So sieht ihr aus. Schön. Ich fand den süß. Und für 50 Cent habe ich gedacht, komm. So. Nun zeige ich euch die interessanten Dinge, die ich mir gekauft habe. Und dann zeige ich euch noch drei Dinge, die ich zugeschickt bekommen habe von ganz süßen Mädels. Und eine Sache von meinem Freund. Wo starten wir? Ich habe hier noch Pröbchen liegen, die zeige ich euch ganz zum Schluss. Bei manchen Sachen kann ich noch ein bisschen zuordnen, wo es herkam, aber bei anderen. Als allererstes, und das habe ich heute auch das erste Mal probiert, deswegen, also bisher sieht es gut aus. Nicht crusty. Ja. Revaldi Loop, ich glaube Beauty Booster hieß die, LE. Das Mineral Loose Powder mit Kakaoextrakt. Das seht ihr, war im Kabelkörbchen. Das riecht tatsächlich leicht nach Kakao. Und wie gesagt, also bisher sieht es ganz nice aus. Das. Dann habe ich meinen Concealer aufgebraucht. Und ich wollte, den habe ich heute auch das erste Mal getestet. Die wollte ich gerne mal testen. Den L'Oreal Infallible More Than Concealer. Stark deckend, großflächig anwendbar. Ich habe die Farbe 320 Porcelain. Kommt ein Baumstamm raus. Guckt euch das mal an. Das Ding ist so groß wie mein Auge. Ich habe den absichtlich auch in dieser leichten, hellen Farbe geholt, weil ihr seht gleich noch was kommt, wo ich gedacht habe,
damit kann ich den Event das eventuell super gut aufhellen. Aber das habe ich geschenkt bekommen, das zeige ich euch dann. Dann, die haben schon hier. Ah, den habe ich auch noch neu. Dann machen wir den erst. Bei Frau Moldawid gesehen. Falls du das siehst, liebe Grüße an dich. Ich weiß gar nicht. Von Alterra den Cookielicious Multicolor Eyeshadow in der 01 Cookielicious. Ich fand den einfach so schön und mit dieser Verpackung auch so süß. Und ich habe gedacht, komm, davon mache ich euch mal einen Swatchy Swatch. Da. Ich fand den einfach putzig und dann durfte er mit. Dann habe ich bei Rossmann gab es Prozente auf Mascara. Und es gab eine Mascara von L'Oreal, die ich testen wollte. Und die gab es dann im Set mit was anderem. Ich quatsch nicht lang. Die L'Oreal Bambi Eye False Lash Mascara. Und die gab es im Set mit diesem, was ist das eigentlich? 01 Holographic Show. Oh je. Ist eigentlich ein Eyeliner. Glitter Fever Eyeliner. Das ist der, den ich hier im inneren Auge, ich bin heute voll, also ich habe heute gedacht, jetzt heute probierst du aus, den ich hier im inneren Augenwinkel habe. Da. Ist das nicht Porno? Ich finde es geil. Ist mir egal, was alle anderen sagen, ich finde das gerade richtig geil. Ne? Und ich zeige euch, ich habe die auch schon getestet, ich finde die super. Kann ich, also ich kann mich nicht beschweren, das ist jetzt nicht die, die ich heute drauf habe, aber die hat so ein Gummibürstchen, so ein dickes Mopädchen. Ich mag sie. Ich muss aber auch ganz ehrlich dazu sagen, ich habe jetzt keine strack nach vorne mikrokurzen Wimpern oder sowas. Also ich habe von Natur aus unproblematische Wimpern. Deswegen, ja. Welche ich heute drauf habe. Der Schlagstock der Frauen. Bei Frau Unfug gesehen. Das ist von Rival de Loup, die Better Than Yours. Und der Schlagstock der Frauen, weil das Ding hat ein Gewicht. Wenn du die in der Handtasche hast und irgendjemand geht dir voll auf die Nüsse, dann ziehst du die dem über den Kopf, dann kriegt er eine Beule, der wird dich nie wieder anquaken. Und das Witzige an dieser Mascara ist, dieses gesamte Gewicht steckt in der Bürste. Bei erstmaligem Benutzen, als ich die rausgezogen habe, ist mir, weil ich dachte, das steckt hier drin, das Gewicht, ist mir die Bürste erstmal auf den Tisch gefallen, weil ich damit nicht gerechnet habe. Ja, also die hat ein Faserbürstchen, minimale, wie ist das jetzt auf Deutsch? Sandohrform. Also minimal geht die in der Mitte zusammen. Und also die klickt auch, hat auch Frau Unfug gesagt, die klickt so richtig zu. Ja, finde ich super. Und das ist die, die ich heute drauf habe. Und Freunde, what the hell? Nice job, Rival de Loup. Nice job. Well done. Well done. Props. Finde ich gut. Stöpsel approved. Daumen nach oben. Dann liegt hier vor mir, ich habe was für eine Freundin gekauft und sie brauchte Rot und Lila. Und ich habe ihr ein Kajal gekauft in Rot und den habe ich mir auch mitgenommen. Ist jetzt von Essence, ich wollte ihn einfach, ich fand das cool. Long Lasting Eye Pencil in der 29 Berry Fantastic. Ich kann euch nochmal Swatch machen. Da. Und diesen Kerl habe ich auch am unteren Wimpernkranz. Also direkt im Wimpernkranz und es kommt noch das, mit dem ich ihn ausgewischt habe. Ihr wisst es. So. Heute auch verwendet, weil wollte ich testen, von NYX der Glitter Primer. Kann ich noch endlich aus dieser Verpackung ausmachen. So, und ja, ich habe hier Glitzer hängen, aber das hat nichts hiermit zu tun, sondern das hat einfach wieder was mit meiner Dummheit zu tun, das Augen-Make-up nicht erst zu machen und dann die Base, sondern nein, aber das, was hier auf dem Auge hält, ist ja wohl mal der Knall.
Nice one. Denn ich dachte, ich habe ja aus einem Two-Faced-Set hier so ein Ding gehabt. Das ist aber nicht der Glitter-Glue von Two-Faced, sondern das ist die stinknormale Shadow Insurance. Und dann habe ich gedacht, jetzt besorgst du dir mal was speziell für Glitter. Und weil mir das andere zu teuer war, ich habe das Video gesehen vom Beauty News, wo sie Glitter Primer getestet haben. Und der hat, nach dem von Too Faced, war der auf dem zweiten Platz. Und dann dachte ich, das wird ja wohl reichen. Und wie ihr seht, es reicht. So, nun hole ich mir schon langsam mal meine Tüchelchen. Oh, ich habe ein No-Make-Up-Produkt vergessen. Wir waren im Rituals Weihnachtsgeschenk holen und dann habe ich mir die 70 ml Magic Touch Body Cream von Ritual of Sakura mitgenommen. Weil den, also Ritual of Happy Buddha und Ritual of Sakura, die sind bei mir, teilen die sich den ersten Platz. Und weil ich mich für den großen Pot von Happy Buddha entschieden habe, habe ich gedacht, dann nehme ich jetzt erstmal eine kleine von der. Ich freue mich. Machen wir Nagelsachen. Machen wir. Diese Sientücher, die stinken bis zum Himmel. Nagelsachen, Freunde. Wir hatten... Ich trinke erst noch einen Schluck. Wir haben Zeit. Das glaubst du gar nicht. Im nächsten Video kommt auch, warum hier alles so ein bisschen... Ja, es kamen Videos. Gott sei Dank hatte ich ein paar vorgedreht. Aber in der Zeit habe ich nicht aktiv gedreht. Das kommt aber, wie gesagt, alles morgen in dem Get Ready With Me, was ich geplant habe. Wir hatten Weihnachtsbasar in der Schule. Und da war ein Stand, da haben die, vielleicht sagt euch die Marke was, LCN Nagellacke, im Viererset für 1 Euro verkauft. Und ich dachte, okay, guckst du mal. Ich habe mich, da waren auch noch Nagelsticker dabei, aber die waren so groß, die hätte ich mir auf die Stirn kleben können. Und dann habe ich mich für dieses Set hier entschieden. Und ihr seht, also es ist tatsächlich, es sind zwar, also ich weiß nicht, es sind LCN-Nagellacke größer normal. Ich habe keine Ahnung. Ist mir aber auch egal, die vier kleinen, ich meine, Nagellacke, brauchst du auch schon ein bisschen, bis du es leer machst. Die waren drin. Einmal hier so einen goldenen. Und der heißt Gold. Dann war da drin ein lila und der hat keinen Namen. So, lila Schimmer. Ja, keinen Namen. Dann war hier drin so ein braunrot. Das heißt C'est la vie. Und ein grün-blau mit Glitzer. Türkis-dunkel, keine Ahnung. Und das heißt, der heißt Undercover. Und die Farben, also bis auf das Gold, so, das ist jetzt nicht so meins, aber hey. Für den Fall, dass ich es mal möchte, so eine kleine Pulle, das reicht. Und für einen Euro dachte ich, die nimmst du dir mal mit. Und zu Nikolaus habe ich von meinem Freund, da war noch ein herzförmiger Ausstecher dabei für Kekse, dieses Set geschenkt bekommen. Denn ich habe ihm gesagt, wie sehr mir, ich hatte von dem Good to Go mal so eine kleine Probe bei DM geschenkt bekommen. Und ich habe ihm gesagt, wie sehr mir der gefallen hat. Und... in diesem Set war der Good to Go mit dabei, in groß. Und die Farbe Bordeaux. Und das hat er mir zum Nikolaus geschenkt. Liebes Esse-Team, bei dieser dunklen Bordeaux-roten Farbe, wie kann es sein, ist das eine Frage, wer hat den Bordeaux? Vielleicht ist meins ein Montagsprodukt oder... die B-Charge, die sie jetzt in diese Geschenkpackung reinknallen. Wieso brauche ich davon drei Schichten, dass der deckt? Also, der hat schon gedeckt, aber wenn du drauf geguckt hast, waren da Stellen heller. Kennt ihr das? Und also, ich bin ein Monk. Hi, ich bin ein Monk, da kriege ich die Krise. Vor allen Dingen halt bei solchen dunklen Farben. Wenn das mir jetzt bei dem hier passiert, ja, der ist so hell.
schwarz auf den Nägeln. Der ist so hell, da fällt das nicht auf. Aber wenn du ein dunkles Bordeaux hast und die Nägel sind so und dann hast du aber Flecken, vor allem der scheint, der hat einen, ich weiß nicht, ob man das hier oben an der Flasche so ein bisschen erkennen kann. Könnt ihr das erkennen? Oder hier am, der hat auf jeden Fall einen pinken Unterton. Und also ich, normalerweise macht Frau Unfug das hier immer auf, also auch bei Lippenstiften, auf der Hand dann verwischen. Mit Nagellack mache ich das jetzt mal nicht, aber glaubt mir es, der hat einen pinken Unterton. Und wenn deine Nägel größtenteils so dunkel sind, dann hast du aber Flecken, die pink durchscheinen. Drei Schichten. Ich habe von Catrice einen, der ist auch dunkelrot. Da reicht mir eine. Also das war, als es dann drauf war, war das super, aber damit habe ich nicht gerechnet, dass ich davon tatsächlich drei Schichten brauche. Das kann natürlich auch sein, das war jetzt bei dem. Normalerweise mache ich meinen Unterlack, also wenn ich mir die Nägel mache, mache ich mir den anderen Kram ab, kürze die, wenn es denn sein muss, mache mir meinen Unterlack von Manhattan drauf und dann geht es direkt weiter. An dem Tag war das so, weil wir weg mussten, habe ich es nur geschafft, die abzulackieren und meinen Unterlack drauf zu machen. Dann sind wir weg und danach habe ich dann weitergemacht. Vielleicht lag es auch daran, dass sozusagen zwischen Schichtunterlack und Nagellack noch der Alltag kam. Ich weiß es nicht. So, dann habe ich bestellt bei Cosmetic for Less. Das machen wir jetzt. Ich war in letzter Zeit krank und habe ganz viel Frau Unfug und so geguckt. Auch ältere Videos nochmal. Und habe dann das Video gesehen von Frau Unfug, als sie die zwei verschollenen Catrice-Paletten aus der Riesenpaletten-Allee gezeigt hat. Von der ich ja auch eine habe. Von der ich jetzt beide habe. Ich habe die gesehen und dachte, oh, verdammt, warum hast du die nicht direkt mitbestellt? Jetzt habe ich sie bestellt und zwar ist es die Queen Couture von Catrice Gold and Nude mit diesen Farben. Und es war die richtige Entscheidung, sie noch zu holen. Ich swatch mal ein paar. Ich swatch Emerald Dress. Ich swatch Morning Majesty. Also die interessanten Farben. Und jetzt swatch ich meine Favoriten schon, die sie schon, also ich habe noch nicht alle Farben durch. Insta Queen. Ist klar. The Dynasty Continues. Und Moment, die mache ich jetzt erst. Da. Und mit hier dem kann ich jetzt auch Royal Kingdom. Das ist nämlich der nur ein bisschen dunkler. So ein paar Impressionen. Sehr, 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 sehr schön. Ja, die habe ich mir bei Cosmetic for Less dann doch noch bestellt. Und ich bereue es auch nicht. Also es ist jetzt nicht Essence Disney Princess. Und ich zeige euch jetzt, jetzt kommt auch noch was, was habe ich, das habe ich mitbestellt. Denn ich habe gedacht, ich flippe aus. Sie sind wieder da. Letztes Jahr, Halloween, Make-up Revolution, Lippenstifte. Ich hatte sie damals bei Fräulein Mittermeier gesehen. Wollte sie bestellen und es gab sie nicht mehr. Und warum auch immer, ich habe sie wieder entdeckt. Ich habe mir jetzt das Schwarz nicht bestellt und noch irgendeine Farbe, meine ich. Ich bin mir nicht sicher. Die Farbe, die am meisten meinen Namen geschrien hat, ist die Farbe Corpse Bride. Und wisst ihr, was an dieser Farbe ultra witzig ist? Das ist meine My Lips Babetta Farbe. Meine Lippen haben von Natur aus die Farbe Corpse Bride. Naja.
Und also ich finde das sau süß. Seht ihr den Totenkopf? Ja, und das hier ist My Lips But Better, Corpse Bride. Da. Oh, grau-lila. Grau-rosé. Ja. Oh. Ich hatte übrigens schon Panik, dass das mit der Farbe nicht mehr gut aussieht. Gott sei Dank, es geht. Dann habe ich mir mitbestellt Bloodlust. Die waren auch im Sale. Und das ist ein Rot mit pinkem Unterton, auch hier wieder. Da, das kann ich jetzt mal ein bisschen verbüschen. Dann kann ich euch das zeigen, was ich bei der Frau Unfug gelernt habe. Da, so macht man das. Jap, jap, jap. Und Vampire's Thirst. Das ist ein dunkles Braun, Rot, Lila. So. Und ich glaube, da brauche ich nicht zu verwischen, da sieht man den pinken Unterton. Aber die drei durften mit. Und also, die was ich nur schade finde, tatsächlich, der Name steht hier auf diesem bescheuerten Aufkleber. Und der klebt halt mitten auf diesem richtig geilen Packaging. Da ist er. Ich bin am Überlegen, ob ich mit einem feinen CD-Marker mir den Namen oben oder unten drauf schreibe und dann den Aufkleber in die ewigen Jagdgründe schicke, damit man die geile Verpackung sehen kann. So, Sien, willst du nicht mir die Hände sauber machen? Nein, 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 nein. Ja, geht. Es geht, es geht. So, dann habe ich das erste Mal, jetzt muss ich gucken, ich muss kurz gucken. Ach so, wir sind noch gar nicht fertig bei Dingsbums. Es gab gratis bei Cosmetic for Less, wenn man über 10 Euro bei Revolution bestellt hat. Nee, irgendwie so. Weil so viel hatte ich nicht. Über 5 Euro? Ich habe doch sonst von Make-up Revolution nichts bestellt. Nee. I don't understand. 5 Euro? Ab einem bestimmten Betrag gab es auf jeden Fall bei Make-up Revolution diese Epic Nights Palette gratis. Ich hätte sie nicht gebraucht. Ich muss es ganz ehrlich sagen, es ist schön. Au. Oh. Es ist schön, dass man das gratis bekommt und im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Aber ich hätte sie tatsächlich nicht gebraucht. Ich habe sie schon geswatcht. Der Ton ist geil, den kann ich euch mal zeigen. Da, dieses Blau, das hat Glitzer, aber, und das ist auch, das fühlt sich komplett anders an. Das fühlt sich an, als würde man über ganz feines Schmirgelpapier reiben. Dann haben wir hier noch ein Grau. Dann das Dunkle und dann machen wir noch hier dieses Beere. Also ich habe jetzt den, den und den noch geswatcht. Und der erste, der ist halt einfach mein Favorit von denen, weil also das Blau, das seht ihr jetzt. Das Grau ist auch so ein bisschen und das Bär ist auch. Ja, also man kann damit bestimmt was machen, aber vor allem der hier fühlt sich von der Formulierung ganz anders an als die anderen. Ja, aber gut, sie gab es gratis dazu. Why not? Ob sie jetzt bis in ihre Ewigkeit in meiner Sammlung bleiben wird, sei mal dahingestellt. Das schauen wir dann. Ich habe sie bisher nur geswatcht, noch nicht getragen. Ja. Das sehen wir dann. Und bei dem weiß ich tatsächlich auch, was es als Proben gab. Da kann man sich ja immer so ein Gedönse aussuchen. Ich weiß nicht, was es da noch gab, aber ich habe mich jetzt für das kleinste Übel entschieden. Oder für das, wo ich gesagt habe, jo,
von Ciaia so ein Dreier-Set mit Proben. Einmal Olive Oil Cream Light Formula Dry and Normal Skin. Einmal Ciaia BB Cream für Oily and Combination Skin. Problem hier würde ja, ne, aber Dark Peach Tone. Mhm. Und Ciaia Goat's Milk Concentrated Moisturizing Day Cream SPF 20 Dry and Wrinkle Prone Skin. Mit der Ziege. Ja, dafür habe ich mich entschieden. So, das war meine Kosmetik für Lesbestellung. Ui. Dann habe ich das erste Mal in meinem Leben bei Sephora bestellt. Gleich zweimal. Ich sage euch warum. Die stehen gerade hier, zeige ich zu euch. Diese drei Too Faced Palettchen. Die Sugar Cookie vom letzten Jahr Weihnachten. Genauso wie die Tickle Peach. Dieses Jahr Weihnachten die Hot Butter Drum. Und es gibt noch eine vierte im Munde. Die es aber, glaube ich, schon so ein bisschen länger gab. Ich habe keine Ahnung, die ich aber voll überhört habe oder übersehen habe oder wie auch immer. Und zwar die Shake Your Pom Poms. Und die wollte ich da bestellen, weil die gab es da. Und also ich zeige es euch erstmal. So sieht die aus. Voll putzlig. Das ist eine Alltagspalette mit diesen Farben. Und ich habe noch was anderes dazu bestellt, das kommt gleich. Ihr könnt es aber schon mal auf meinen Lippen bewundern. Oder wenn ihr denkt, das ist zu dunkel, ich finde es übrigens nicht, dann denkt ihr euch halt das. Die swatche ich komplett durch, die ist ja nicht groß. Auf jeden Fall habe ich dann, das war um den, wie heißt dieses Ding, Black Friday, gab es nämlich Prozente auf Make-up. Und dann dachte ich, dann bestellst du da. Und jetzt habe ich mich dann auch extra da registriert und habe das gemacht und habe als Zahlungsmethode PayPal angegeben. Jetzt ist meine PayPal-E-Mail-Adresse nicht die gleiche E-Mail-Adresse wie die, mit der ich mich bei Sephora registriert habe. Auf jeden Fall habe ich dann bestellt, war auch alles kein Problem. Bestellbestätigung kam dann an bei mir. Und ein paar Tage später, da war dann der Black Friday, diese Prozente, gab es dann schon nicht mehr, bekomme ich eine E-Mail. Achtung, und da stand sonst nichts drin. Ihre Bestellung wurde storniert. Und ich so, okay. Begründung? Stand nicht drin. Stand wirklich nur drin, Ihre Bestellung wurde storniert. Ich gedacht, okay. Hier, das sind die Swatches. Der Shake, also hier, den sieht man jetzt, das ist der erste, das ist dieser, hier der. Also wie gesagt, eine super tolle Alltagspalette, kannst du echt nichts verkehrt machen, finde ich super. Und tatsächlich auch die gleiche Qualität wie alle anderen von den kleinen. Bisher war bei diesen ganz kleinen noch kein Flop dabei in Sachen Qualität. Sehr, sehr schön. Naja, ich auf jeden Fall dem Kundendienst geschrieben, eine Mail geschrieben, Bestellung so und so, ihr habt mir geschrieben, die ist storniert worden, könnte ich auch einen Grund erfahren? Und jetzt kommt der Grund und da habe ich echt gedacht, excuse me, what? Achtung, meine Bestellung wurde storniert, weil meine Registrations-E-Mail-Adresse nicht mit meiner PayPal-E-Mail-Adresse übereinstimmt. Was ist denn das für ein Grund? Jetzt mal ganz ehrlich, ich bestelle oft bei irgendwelchen Dingern, wo meine E-Mail-Adresse, mit der ich mich registriert habe, nicht mit meiner PayPal-E-Mail-Adresse übereinstimmt und zwar aus einem guten Grund. Da habe ich gedacht, okay, ihr wollt mein Geld nicht. Ich meine, die hatten auch die Prozente nicht. So,
Jetzt habe ich vor kurzem mal geguckt und dann hatten die Prozente aber tatsächlich wieder. Achso, und ein, das jetzt, was jetzt kommt, war auch zu dem Zeitpunkt dann ausverkauft. Dann dachte ich, ja super. Und jetzt habe ich vor kurzem geguckt und die hatten die Prozente wieder und das Ding war auch wieder da. Und dann habe ich gedacht, bestellst du nochmal mit Direktüberweisung. Das hat funktioniert. Crazy shit. Und zwar war das in so einem Ding eingepackt. Ein von Fenty Beauty, ein, wie heißen die denn? Stunner Lip Paint, das ist jetzt ein kleines Teil in Underdog. Und das ist die Farbe, die ich drauf habe. Das Füßchen ist dieser Knödel hier. Was ich schwer fand, als ich unten machen wollte und man setzt den ja so an, ich habe nicht gesehen, wo ich male, weil das Ding hier so breit ist. Also du setzt, wenn man den so ansetzt, so gerade, siehst du nicht, wo du malst, wenn der direkt vor dir ist. Das ist weg. Also da muss ich nochmal gucken. Ich habe es jetzt heute, es ist nicht hundertprozentig perfekt, aber ich habe auch echt keinen Bock mehr, den Kram nochmal runterzunehmen. Das ist vielleicht auch so tatsächlich so eine Sache, die man mit einem Lippenpinsel macht. Aber ansonsten, Tragegefühl ist okay. Er geht ein bisschen ab. Da. Aber ansonsten fühlt sich auch nicht sonderlich austrocknend an, tatsächlich. Aber ich habe auf den Zehen. Ja. Schön. Ja. Aber ansonsten Underdog. Und zwar Underdog geschrieben mit D-A-W-G. Ja. Den habe ich auch noch bei Sephora bestellt. Und da gab es als Probe die zwei Sachen. Und zwar einmal von Kaolin Peace Water Aqua Fresh Gel Day Cream. Ich meine, das war da gewesen. Bin mir gerade nicht sicher. Was auf jeden Fall da gewesen war, das ist von Sephora. Die Matte Mask Purifying und Mattifying mit Zink and Copper. Die gab es da noch als Probe. So, dann habe ich bei Douglas bestellt. Denn die hatten auch Putz. Ich gucke, bin nur gerade nicht im Überlegen, war da sonst nichts dabei. Ich habe nur das eine bestellt. Also die Maske habe ich euch ja gezeigt. Die habe ich aber wann anders bestellt. Ich habe mir auf jeden Fall die bestellt. Die hatten Prozente und ich fand die so cool von Too Faced, die Watermelon Slice. Und das ist das, was ich heute für mein Augen-Make-up benutzt habe. Das wird echt Überlänge, das Video, gell? Hey! Und zwar sieht die so aus. Die ist hier magnetisch zusammen. Also jetzt nicht sonderlich fest. Ich würde die immer beide Teile festhalten. Und wir haben hier in der einen Seite, das zeige ich euch gleich. Wir haben hier in der einen Seite drei Face-Produkte. Die habe ich jetzt noch nicht getestet. Vor allem bei dem Bronzer. Ich muss mal gucken, was ich damit mache. Melandramatic, das ist dieses Bronzing-Ding. Melanair und Dressed to Chill. Das ist der Highlighter. Upsi-pupsi. Da. Also wie gesagt, bei dem Bronzer, da bin ich mir noch ein bisschen... Da muss ich noch mal gucken. So, als vielleicht auch als Blush. Man weiß es ja nicht. Man muss da immer ein bisschen rumprobieren. Und in der anderen Seite haben wir die Lidschatten. Und ich glaube, ihr könnt sehen, was ich auf dem Lid habe. Ich habe benutzt in der Lidfalte Melon Me. Den hier. Auf dem gesamten Lid über dem Glitter-Ding da habe ich dann Melon Dollar Baby. Außen ganz leicht bin ich So Seedy damit reingegangen. Der hat Glitzer, aber das fällt überhaupt nicht, also fast überhaupt nicht auf. Und mehr habe ich von dieser Palette nicht benutzt. Doch, unten habe ich ja den roten. Und den habe ich ausgesmatscht hiermit. Mit Wine and Rind Me. Wine and Rind Me. Ja, hier mit dem. Ich kann dir davon noch ein paar. Aber wenn ich jetzt alles swatche, werden wir im Lebtag nicht fertig. Da kommt nämlich schon ein bisschen was. Ja, ihr seht es ja auf meinen Augen. Ja, die habe ich benutzt. Die habe ich bei Douglas bestellt. Und da gab es auch Proben. Und zwar
Parfümproben. Ich muss mal hier ein bisschen runterbauen. Einmal Poison Girl von Rim Dior. Das ist ganz okay. Ja, ist ganz nice. Achtung. Absolut geil. Tom Ford, das sieht man gar nicht. Tom Ford Metallic. Ist dieser Duft abgefahren geil? Oh mein Gott. Und ich werde mit diesem kleinen Ding dermaßen sparsam sein. Denn das Parfüm in 30 Millilitern kostet mal total entspannte 120 Euro. Und ich habe auch schon bei Larisee und sowas geguckt. Das ist das Neueste von dem. Es ist scheinbar 2019 rausgekommen. Aber oh mein Gott, riecht das geil. Oh. So. Es gab irgendeine Zeitung mit dieser Love-Palette. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Zeitung. Cosmopolitan? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall mit dieser Love-Palette. The Matte and Metallic Eyeshadow-Palette. Also ich habe, wenn du so willst, die Zeitung und das hier für 3 Euro bekommen. Mit diesen Farben. Sehr, sehr schön. Und ich dachte, ey, für 3 Euro. Und also ich finde auch dieses, was hier draufsteht, I can and I will. Watch me. Sehr, sehr cool. Ja, wie gesagt, für 3 Euro. Irgendeine soll ja jetzt auch MAC-Lippenstift haben, aber das scheint irgendwie die Edition für Januar zu sein und manche verkaufen das aber jetzt schon oder wie auch immer. So, dann falls ihr mir auf Instagram folgt, wurde ich ja als YouTuber tatsächlich erkannt. Hi Jackie, liebe Grüße an dich und nochmal vielen, vielen Dank, ich werde mich revanchieren. Und jetzt nicht irgendwie, ne, sondern in einem sehr klitzekleinen Kaff im DM. Und die Süße hat mir geholfen, an 2 Sachen noch meine Finger zu bekommen. Und zwar gibt es in diesem DM tatsächlich BH Cosmetics. Und ich habe mich da auch umgeguckt, habe aber das, wo sie mich dann angeschrieben hat, gesagt hat, hast du das eigentlich nicht mitgekriegt? Und ich so, nee, das habe ich nicht entdeckt. Aber sie hat mir geholfen, sie hat mir das dann zurückgelegt und mein Papst hat es dann abgeholt, weil der da hin musste. Und zwar dieses Brush Set. Das Bombshell Beauty 10-Piece Brush Set von BH Cosmetics. Und ich habe das doch auch schon aufgemacht, ja. Und das sind meine ersten Pinsel von BH Cosmetics. Und ich freue mich, ich habe die noch nicht getestet, aber ich freue mich einen Ast, dass ich sie jetzt testen kann. Also hier diese Tasche ist mit so Samt, so, nee, Flausch, Velour, keine Ahnung. Und da sind dann halt die Pinsel, ne? Also wir haben hier, das mache ich jetzt auch anders ab, ich benutze die dann eh, einen großen Puderpinsel, einen kleinen Blushpinsel und ihr seht, also das hier ist Rose Gold und das ist Pink, also richtig cool. Dann haben wir hier, das steht glaube ich hier drauf, ne, was das alles ist. Large Powder Brush, Blush Brush, Small Contour Brush. Das ist der hier. Also ich sag mal, am Ende benutzt man das für was man will. Dann haben wir, das wird wahrscheinlich der sein, Large Blending Brush. Steht das hier nochmal drauf? Ne, 4. Ach so, aber da kann ich ja hier gucken. Ja, das ist die 4, das ist der Large Blending Brush. Und die sind super weich. Also ich bin mega gespannt. Dann der Blending Brush, die 5. Ja, ist der hier, ein bisschen kleiner, also. Ne? Dann, das bist du, ne? Ja, der Large Shader Brush. Der hier. Oh, sind die weich. Dann, was haben wir denn noch? Der Large Flat Shadow Brush. Hier, der ist halt. Ja. Dann der Small. Bist du das jetzt? Ja, der Small Small Detailing Brush. Und die benutze ich total gerne, um hier unten das zu versmatschen. Solche Kandidaten.
Dann der Pencil Brush. Das wäre auch sowas, das könnte man vielleicht. Wobei, der könnte schon zu dick sein. Aber hier, die sind für den Innenaugenwinkel und sowas, sind die super. Und der Angled Eyeliner Brush. Und was an dem so cool ist, der ist viel kleiner als die, die ich habe. Also von der Breite her. Genau. Die kann ich ja morgen dann in dem Get Ready With Me alle mal probieren. Auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank. Habe ich jetzt wieder hier reingepackt. Und ja, und sie hat mich angeschrieben, dass sie eine bestimmte Palette und jetzt mal ehrlich, in letzter Zeit BH Cosmetics, welche wird es wohl sein, wieder reinbekommen. Und Freunde, also ich finde die Farben geil und das ist mein Geburtsjahr. Jetzt sind die Leute am Rechnen, wie alt bin ich. Und also das Packaging ist mega schön und ich habe die auch schon getestet, ausprobiert mittlerweile, gestern und vorgestern. Im Alltag tatsächlich das, ich weiß nicht, mir war das irgendwie so Wumpe, ich habe mir hier die aufs Auge geklatscht, richtig dunkel, ab geht der Peter und hier oben matte Töne, das war mir sowas von wurscht. Und tatsächlich, es kamen keine komischen Blicke in der Schule, also scheint das fein zu sein, dann kann ich auch so in die Schule gehen. Ja, ich glaube, die brauche ich, also die hat doch bestimmt jetzt schon jeder gesehen, oder? Außerdem, es kommen immer noch ein paar Sachen. So, denn jetzt kommen noch Sachen, die ich noch von ganz lieben Mäusen geschenkt bekommen habe. Zuallererst, liebe Fräulein Mittermeier, vielen, vielen Dank nochmal. Sie schickte mir irgendwann nur so einen Zettel, wenn man ein Paket abgibt, ne? Und ich so, okay. Und dann hat sie mir was geschickt. Zum einen Schokolade, eins habe ich schon gegessen. Lindor, und zwar zweimal Hazelnut Nocciola, weiß ich nicht. Und einmal 60% Kakao. Und das davon habe ich mir schon eins reingepfiffen, weil ich bin in Schokolade tatsächlich so, je mehr Kakaoanteil, desto geiler, meiner Meinung nach. Und das hier ist das, worum es hauptsächlich ging. BH Cosmetics Supernova. Und ich wollte von dieser Range immer schon mal eine testen und ist die nicht geil. Und die habe ich auch schon ausprobiert und ich zeige euch da jetzt schon mal meine Favoriten und wer mich in letzter Zeit länger verfolgt, wird wissen, in welche Ecke ich mit meinen Fingern jetzt reinlange. Vor allem der hier, Nebula. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also die sind alle wunderschön, aber das sind so die, die ich hauptsächlich, also wenn ich die getestet habe, hauptsächlich erstmal benutzt habe, weil, ach, und vor allem hier. Oh, richtig geil. Richtig, richtig geil. Ich habe natürlich jetzt noch nicht, ich meine, ihr seht, was bei mir eingezogen ist, jede einzelne Farbe. Ich habe die komplett schon geswatcht, als ich die bekommen habe, weil ich dachte, das muss jetzt so. Ne? Aber natürlich jetzt noch nicht jede einzelne Farbe auf dem Auge ausprobiert. Aber richtig, richtig geil. Richtig, richtig geil. Und dann hat sie mir noch einen Make-up-Schwamm. Und zwar von diesen scheinbar, ich habe das mir, an mir ist das voll vorbeigegangen, an diesen scheinbar gehypten Amazon-Mopädchen. Den zeige ich euch jetzt nass, denn meine Katze hat einen von meinen Schwämmen tatsächlich gefetzt. Und dann habe ich den ausprobiert, deswegen, der ist jetzt benutzt. Das, was ihr hier seht, ist MAC Paint Pot in Painterly. Und wie ihr hier seht, da war meine Foundation und den habe ich nicht sauber gemacht, wie man hier sieht. Und das Teil lässt sich so leicht reinigen. Das ist so super weich. Absolut geil. Fräulein Mittermeier, bitte den Link.
den Amazon-Link. Die bestelle ich mir nach. Real Techniques ist jetzt out bei mir. Richtig gut. Die lassen sich, wie gesagt, super easy reinigen. Ich bin begeistert von diesen Teilchen. Vielen, vielen Dank, dass ich das testen konnte und dass ich jetzt einen neuen Schwammfavoriten habe. So, dann hat mich ohne Vorwarnung ein Brief erreicht von der lieben Katja. Liebe Grüße an dich. Und sie hat mir eine super süße Weihnachtskarte. Übrigens, Pinguin heißt in chinesischen Schriftzeichen Business Guns. Ich akzeptiere keine andere Bezeichnung mehr für Pinguin. Das ist eine Business Guns. Eine super süße Weihnachtskarte. Und die verrückte Nudel hat mir Bath & Body Works Produkte geschickt als Kleinigkeit so zu Nikolaus und Weihnachten. Und zwar einmal von Bath & Body, ja, eine Soothing Sheet Mask with Oatmeal. Da, Hello Fresh Skin, Oatmeal, Soothed and Nourished. Ja, also richtig cool. Freue ich mich schon drauf. Und wieder zwei Handcremes. Und zwar einmal die Tiare. Ich will die auch noch nicht aufmachen. Mache ich die auf? Die riecht frisch. Die ist schon auf. So aquatisch frisch. Irgendwie. So ein bisschen. Ich teste das jetzt. Weil ich habe das noch nicht getestet. Oh ja, die riecht einfach nur frisch so. Oh, frisch gewaschene Wäsche und keine Ahnung, dann noch das Fenster auf und dann die Frühlingsluft rein. Ich weiß, meine Beschreibungen sind genial. Und die mit einem Einhorn drauf, die Shea Butter Handcreme. Die probieren wir jetzt auf der anderen Seite. Also der Lippenstift ist, der stempelt ein bisschen ab. Der ist nicht, das kann ich ja ganz zum Schluss noch nehmen. Oh, riecht das riecht. Hat auch noch einen fruchtigen Touch, auf jeden Fall. Oh, aber riecht das geil. Also vielen, vielen Dank. Ich freue mich da riesig drauf. Oh. Vielen, vielen, vielen Dank. Freue ich mich richtig drauf und drüber und drunter und sehr, sehr cool. Und dann zum Schluss. Das Fräulein Rotfuchs auf Instagram oder Pustekuchen hier auf YouTube. War da jetzt richtig rum. Ja. Hat ja aussortiert und hat mich mit einem Lippenprodukt angeschrieben, ob ich daran Interesse hätte. Und ich wollte die schon immer mal testen, dann habe ich gesagt, natürlich, von L.A. Splash. Achso, und dabei ist natürlich nicht geblieben, ne? Von L.A. Splash, so ein Liquid Lipstick. Hier sind zwar schon so zwei, das hat sie auch gesagt, dass da schon von diesem Krönchen zwei Zacken abgebrochen sind, aber hey. Das ist die Farbe 913 Villainous. Ein dunkles Graulila. Ich raste aus. Saugeil. Ja, und die Madame hat mir noch ein paar Sachen dazu gepackt, hat aber auch gesagt, was nichts ist, kannst du weitergeben. Das hat sie mir falls ihr das irgendwo entdeckt, kauft euch das. Das schmeckt so geil. Oh mein Gott, von Milka, Peanut and Caramel. Ich habe das bei uns noch nicht entdeckt. Ich bin auf der Suche, das schmeckt so geil. Ich muss das hab's direkt gegessen. hier ist das Briefchen. Dann noch ein Choki-Lolli. Wer hat die als Kind auch immer so gefeiert? War hier noch was? Ich mach das gleich. Oh, ist nicht kaputt gegangen. Dann hat sie mir beigelegt von Douglas, so eine Ampulle, Nutri-Focus.
Aha. Stelle ich mir jetzt hier nebenhin, damit das nicht kaputt geht. Dann auch, deswegen in letzter Zeit ist ziemlich viel Handcreme reingekommen, von Douglas Home Spa, Breath of Amazonia, Acai Berry and Maracuja Oil. Regenerating Hand Cream. Sehr cool. Ist die offen? Ich schmier mir hier alles. Ne, die ist noch zu. Die lasse ich jetzt auch noch zu. Das kann man auch schon wieder reintun. Hier ist noch die andere Ecke von dem Milka. Dann auch von Douglas Home Spa Polynesian Dream Fizzing Bath Cube. Sprudelnde Badetablette. Sehr cool. Ne, kann man nicht durchriechen. Dann von Rival de Loup, No Filter Needed Blur Primer Drops. Die probiere ich, die kann ich morgen auch mal ausprobieren. Das hier in so einer Pudel. Die teste ich mal. Haben die Schimmer? Die sind mit Schimmer, ne? Rieche nach nichts. Ich rieche die Handcreme. Schimmert das jetzt? Nee. Nö. Hä? Mysterious. Ja, aber die probiere ich total gerne mal aus. Sorgen dann Cranberry-Extrakt für eine optimale Make-up-Basis. Die reichhaltige Formel sorgt für eine verbesserte, revitalisierende Hautoberfläche und spendet die nötige Feuchtigkeit, hinterlässt keinen öligen Film und verlängert die Haltbarkeit des Make-ups. Für garantiert makellose Haut und ein weiches und mattes Finish. Na dann. Matt schreit hier meinen Namen. So, dann hat die... Ah, hier kommen noch Schuppen. Auch die Dinger. Wer kennt die? Ah, die sind so für zwischendurch. Dann hat sie mir Pröbchen beigelegt. Und das eine ist eigentlich auch noch eine Probe, aber ich habe gedacht, was? Einmal von Shiseido. Einmal hier auf der einen Seite ist das Ultramune Power Infusing Concentrate. Und auf der anderen Seite ist Wrinkle Smoothing Cream. Werde ich auf jeden Fall testen. Dann, das ist ja, das mag ich ja, Dove Creme Douche Peeling Macadamia und Reismilch. Und es gibt zwei Sorten und das ist auch meine favorisierte von den beiden. Dann einmal von Clinique das Even Better Make-up in der CN52 Neutral. Muss ich mal schauen. Aber das Clinique Even Better, das benutzt doch die... Ich gucke jedes ihrer Videos. Oh. Miss Curly Jen. Das mag die doch total gerne. Dann einmal von Chanel Paris Coco Mademoiselle im Parfum. Tschüss. Ja, das ist so pudrig. So, Freunde. Dann war hier drin und dafür mein ganz heller Concealer. Ich hätte nie gedacht, dass ich die irgendwo mal teste. Von Estee Lauder, die Double Wear Stay in Place, das Stay in Place Make-up, SPF 10. Und zwar in der 3C2 Pebble. Und guckt mal, das da, damit, also... Damit kann man doch mal austesten, oder? Ist krass. Heftig. Ja, das ist schon, ich schon dunkel. Das werde ich auffällen müssen. Aber ich bin sehr gespannt, das auszuprobieren. Vielen, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit dazu habe. Jetzt fühle ich mich bougie. Es kommt noch bougie. Dann hat sie mir reingepackt von Love, ein Heartful Healthy Glow Blush in der Nummer 60, Tempting Grape. Dieses. Nip.
Da. Voll die schöne Farbe. So kühl auch. Und dann waren noch zwei Sachen da drin, da habe ich mir gedacht... Was? Also es war ja so schon, eigentlich sollte nur der bei mir ankommen. Aber na gut. Einmal war da drin die Zulu bei Juvia's Place Palette. Mit diesen Farben. Die lasse ich jetzt mal so, wie sie sind. Die Maus hat gesagt, wenn ich was weitergeben, also alles, was, ne? Wie immer gilt, ausprobieren, behalten, was gefällt und weitergeben, wenn es nicht so ist. So, pass auf. Die gefällt mir, gar keine Frage. Aber eine Freundin von mir macht Cosplay und benötigt Farben. Unter anderem ein mattes Lila, ein Rot, ein dunkles Braun, Orange und Gelb. Und mit dieser Palette hat sie einen Werkzeugkasten, mit dem sie eine gute Zeit lang viele Dinge, die sie für ihr Cosplay braucht, machen kann. Und deswegen werde ich diese Palette an sie weitergeben, denn also ich habe ja extrem viel. Und wenn ich ihr damit helfen kann, wieso nicht? Wie gesagt, wäre das jetzt nicht der Fall, dass da jemand the need hat, würde ich sie auf jeden Fall behalten, weil die gefällt mir. Und Juvia's, ich habe ja schon mal eine in einem Tauschpaketchen von dir. Also ich hoffe, du bist mir nicht böse. Aber ich habe ja schon mal von dir eine von Juvia's Place in einem Tauschpaket gehabt. Und Juvia's Place ist echt eine geile Qualität. Ich würde sie auf jeden Fall behalten, aber ich kann ihr damit halt jetzt echt aus dem, ne, Schlamassel helfen und sie damit unterstützen, dass das was wird. Und deswegen bekommt sie diesen Cosplay-Make-up-Kasten. Was niemand bekommt, außer ich. Die verrückte Maus hat mir noch etwas da reingepackt, was ich auch schon immer mal ausprobieren wollte und dabei immer gedacht habe, na und dann und ich wusste nicht, als ich das ausgepackt habe, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Von Jouer, ein wie heißt das eigentlich? Coquette Blush Duo mit den Farben, oder heißt das Coquette? Das war ein Blush Duo auf jeden Fall. Mit den Farben Seduce Me and Tease Me. Das hier ist Seduce Me und das ist Tease Me. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber das allein ist schon very, also ich habe das schon getestet und ich habe gedacht, ich probiere mal, weil sie hat schon gesagt, Obacht. Und dann habe ich gedacht, weil ich ja diese Warnung schon bekommen habe, ich gehe mal in das Helle als erstes und bin da auch obachtmäßig rein, ja. Da sieht das nach fast nichts aus. Ich habe gedacht, also ich habe zwischenzeitlich gedacht, hast du jetzt aus Versehen doch das aufgetragen? Das war schon Halleluja. Halle, also da ist mir auch immer wieder aufgefallen, wie weiß ich doch bin. Da habe ich letztens auch einen Spruch gelesen. Oh Gott. Das ist der L.A. Splash Lippenstift. Irgendwie mit... ich bin so weiß, wenn ich vor die Haustür gehe. Trompeten, irgendwelche Hörner, weil die weißen Wanderer angreifen oder irgendwie sowas. Irgendeine, scheinbar irgendeine Game of Thrones Anspielung, keine Ahnung. Ja, Freunde, 1 Minute 18 und ich gucke jetzt nochmal rum. Also auf jeden Fall an die drei Mädels, vielen, vielen Dank für diese coolen Sachen. Und Jackie, an dich vielen, vielen Dank, dass du mir da zu diesen zwei BH Cosmetics Schätzchen verholfen hast. Und ja. Ja, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut mal. Ja, dieses Spiegelverkehr. Ich habe sowieso eine Links-Rechts-Schwäche. Ist er nicht süß? Oh. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Ich bin am Überlegen, ob ich heute noch endlich mal die Wutbox abdrehe. Die letzte, die schon gar nicht mehr wahr ist. So lange steht die hier und die Nihonbox möchte ich jetzt abdrehen. Das mache ich heute noch auf jeden Fall. Aber jetzt mache ich erstmal Pause und dann freue ich mich hier den Kram. Und morgen drehe ich dann ein Get Ready With Me. Das werde ich wahrscheinlich erst am Heiligabend hochladen. Oder morgen. Vielleicht gibt es jetzt auch 3 Tage hintereinander ein Video von mir. Heute das hier, dann die Nihonbox und das morgen und das morgen gedrehte am Heiligabend. Wir werden das sehen. Lasst euch überraschen. Ich wünsche euch noch einen schönen 4. Advent und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.